Mann, du bist draußen, ich bin Jan vorbei, es ist Night, herzlich willkommen zu einem neuen Wiese-Kanal. Heute geht's weiter mit der Suche nach Cristiano Ronaldo. Kurze Backstory, ich habe es in den letzten Videos schon gesagt, 2018 haben wir schon ganz, ganz lange kein Ronaldo und kein Messi bei den Stickern gezogen, haben wirklich mehrere Boxen geöffnet und hatten gefühlt alle Sticker, die es gab, mehrfach, aber die beiden noch nicht. Diesmal haben wir im Display-Opening, was wir gemacht haben, 120 Päckchen gezogen, große Box gehabt und in einer der letzten Päckchen war dann tatsächlich Lionel Messi, aber Ronaldo lässt noch auf sich warten. Wir haben schon mal einige Päckchen geöffnet nach dem Display, um die noch zu suchen. Heute greifen wir wieder in die Box rein. Ich würde sagen, wir holen uns einen schönen dicken Stapel hier. Ein paar sind noch da, also wir haben noch genug Material, um ihn zu suchen. Aber ja, mal schauen, ob wir ihn heute finden. Ich glaube, wir heute zähle ich mal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, knapp 24, 25 Päckchen haben wir heute. Also ja, mal gucken, ob wir ihn finden. Natürlich auch diese Extra-Sticker, die es dieses Jahr in der Display gibt, wäre cool einzuziehen. Und ja, mal gucken, was wir heute ziehen. Erstes Spiel schon mal sehr gut. Darwin Nunez für Uruguay. Kasper Schmeichel, Widmer und Johnson. Und ja, mal gucken. Es kann natürlich schnell vorbei sein, wenn wir ihn früh ziehen. Es kann aber auch sein, dass wir ihn wieder gar nicht ziehen. Mal schauen. Insagne. Wieder. Dann haben wir den ersten Portugiesen. Guedes. Alcavi und Richarlison. Das letzte Mal hatten wir ja gefühlt schon das halbe portugiesische Team gezogen, aber Ronaldo war nicht dabei. Die Sache ist, Ronaldo ist jetzt gar nicht unbedingt, der ist jetzt nicht seltener als alle anderen Sticker. Die Sticker werden alle gleich oft produziert. Aber natürlich ist es dann eine Glückssache. Man kann in der Box zweimal Ronaldo haben, man kann ihn auch gar nicht haben. Kyle Walker, Godwin, Radonjic, Caleta K, Estrada. Aber ich habe es in den letzten Videos schon gesagt gehabt und an der Stelle auch ein großes Dankeschön an Panini, die uns tatsächlich hier die Sticker zur Verfügung gestellt haben und das Video ermöglicht haben. In der Infokarte findet ihr die anderen Videos und dann in der Videobeschreibung findet ihr auch noch einen Link zum Panini Online Shop. Dort könnt ihr euch die direkt bei Panini bestellen und da gibt es coole Bundles. Das heißt, besonders wenn ihr noch gar keine Sticker habt oder noch nicht so viele, dann könnt ihr euch da zum Beispiel das Hardcover-Album, was ich hier auch liegen habe, was sehr cool ist, zusammen mit den Boxen, oder es gibt da verschiedene Bundles, wo ihr auch teilweise exklusive Deutschland-Sticker bekommen könnt und so, die nummeriert sind. Die könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Da spart ihr auch meistens einiges an Geld. Und ja, ich würde immer empfehlen, so ganze Boxen zu kaufen, weil ihr habt ja in unserem Display-Opening gesehen, von 600 Stück waren da, glaube ich, 3 oder 4 doppelt. Das heißt, ihr könnt da mit einer Box so eine gute Grundlage, besonders mit den 120ern, gute Grundlage für eure Sammlung setzen und dann die restlichen könnt ihr dann halt durch weitere Päckchen oder halt, keine Ahnung, eure Doppelten dann tauschen und oder halt, ja, die irgendwie von Freunden oder irgendwo anders her doch besorgen. Also wie gesagt, erster Link der Videobeschreibung kann ich eben empfehlen, Panini Online-Shop. Und ja, das wollte ich nur dazu sagen, weil ich immer mal gefragt werde, was so Beispiel Tipps geben kann. Chip ist so sehr nice. Weil, ja, ich bin seit der WM 2006 dabei, bei den WM-Sticker sozusagen. Und ja, das ist das, was man jedes Mal wieder sieht und die Erfahrung, die wir machen. Und dazu, das habe ich glaube ich beim letzten Mal auch schon gesagt, ihr müsst auch nicht dann die ganze Box auf einmal öffnen. Und alle Päckchen, wie ich es fürs Video mache, sondern, oh, wir haben den Spielball, sondern ihr könnt euch, das haben Steffen und ich lange gemacht gehabt, bevor wir halt die Videos gemacht haben, dass wir halt immer, ja, uns eine Box geholt haben und jeden Tag zum Beispiel 5 Päckchen geöffnet, die Sticker eingeklebt und so weiter, und dann kann man halt über einige Tage und Wochen sich diesen Spaß sozusagen aufteilen. Und es gibt natürlich auch viele, die kaufen sich die dann erst zur WM. Das ist, finde ich, auch eine coole Sache. Habe ich auch, kenne ich auch einige, die holen sich die dann so zum Öffnungsspiel und öffnen dann sozusagen während dem WM-Spielen immer mal ein paar Päckchen
und sammeln das dann zur WM sozusagen. Also nicht wie wir jetzt schon ein paar Monate vorher, sondern halt direkt zur WM. Das könnte ich euch empfehlen. Und vielleicht seht ihr das ja auch, das Video, wenn die WM schon begonnen hat. Oh, wir haben drei Glitzernde, das ist neuer Rekord. Wir tracken halt über verschiedene Sticker-Serien und so weiter. Eder Militao noch. Über die Jahre immer, wie viel Glitzernde bekommen pro Päckchen. Und für die WM-Serie, ich glaube, 2 war bisher das Beste, was wir hatten. 3 Stück jetzt in einem Päckchen, sehr, sehr cool. Es gibt auch nicht so viele Glitzernde und die sind jetzt nicht so super häufig, dass die jetzt alle in einem Päckchen sind halt. Sehr cool. Also 3, sehr cool. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was wir in unserem Display-Opening hatten. Es kann sein, dass wir auch schon einmal 3 hatten. Das wisst ihr jetzt wahrscheinlich schon besser, aber 3 ist auf jeden Fall stark. Ja, vielleicht seht ihr das ja auch während der WM, wie gesagt, seid irgendwie hier drüber gestoßen oder wie auch immer. Deswegen, ich kann euch den Link in der Videobeschreibung nur ans Herz legen. Damit unterstützt ihr uns auch gleichzeitig. Und wie gesagt, besonders über die Bundles oder auch einfach normales Display ist dort billiger als, also so eine normale Box billiger, als wenn ihr die irgendwo anders kauft. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist eine super Sache und die bekommt ihr halt, wie gesagt, direkt vom Panini. Das ist, glaube ich, auch immer ganz cool, wenn man die dann direkt sozusagen bekommt und nicht über irgendwelche Online-Shops. Es gibt viele gute, aber ja, irgendein Online-Shop, den man vielleicht nicht kennt oder so und dann immer Angst hat, ja, was im Zustand sind die Boxen und Sticker und kriege ich die und wie schnell kriege ich die und so weiter. Und deswegen, ja. Boah, die Päckchen sind auch wieder weniger geworden. Und wir haben immer noch keinen Ronaldo. Und, Lionel Messi. Also, der zweite Messi. Wir haben ja schon einmal, der zweite Messi kommt vor dem ersten Ronaldo. Das ist auch interessant. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dann am Ende war, 2018, als wir die Serie sozusagen auch schon mal hatten. Wo wir Messi und Ronaldo über Boxen und Boxen nicht gezogen haben. Ivan Barkok, sehr nice. Und Gakpo. Ich weiß gar nicht mehr, wen wir als erstes angezogen haben. Das ist schon wieder ein bisschen her. Aber ich tendiere auch eher, dass wir erst Messi gezogen haben als Ronaldo. Aber ich glaube, die kamen dann irgendwie auch so zusammen. Deswegen mal gucken, ob wir die... Hier, letzten 3 Päckchen. Griezmann. Danilo. Spanien. Und da ist er! Es ist tatsächlich passiert. Es ist tatsächlich passiert. Cristiano Ronaldo. Und tatsächlich sind sie relativ nah beieinander gekommen. Ronaldo und Messi. Da sind sie, die beiden. Die beiden Stars, die beiden kranken, kranken Weltspieler. Mal schauen. Es könnte gut sein. Ja, hier, die letzten beiden Päckchen. Kann ich auch noch öffnen. Es kann natürlich sein, sehr gut sein, dass es die letzten WM-Sticker für die beiden sind. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Mal gucken, ob Ronaldo noch eine EM spielt. Könnte ich mir auch vorstellen, nochmal dann 2024 in Deutschland. Ist ja jetzt sozusagen nur noch in 1,5 Jahren. Das könnte ich mir vorstellen, dass er das noch mitnimmt. Aber ja, noch eine WM. Man weiß es nie. Man weiß es nie. Bei beiden kann ich mir vorstellen. Messi ist nochmal 2 Jahre jünger. Aber ja, das war das Video für heute. Wir haben es tatsächlich geschafft, Ronaldo und Messi zu ziehen. Messi hatten wir schon, aber besonders Ronaldo. Und dann haben wir aber beide in einem Video gezogen. Also, Ronaldo und Messi. Es ist geschafft. Und ja, das war's dann von mir für heute. Wir sehen uns bald wieder hier bei Snighted. Ciao, ciao.